Echo. Ja, guten Morgen. Ja, 7. August. Ich bin hier in Landeck und habe super geschlafen. Der Bach hat so schön gerauscht. Also das schläfert mich total ein. Ja, ich war schon unterwegs bei Lidl, das hier gleich um die Ecke, habe mir Croissants besorgt und genieße ich so ein bisschen die Sonne, dass es ruhig angehen. Es ist jetzt 8 vor 10. Hab meinen Schlafsack und meine Isomatte schon zusammengepackt, aber das zählt noch nicht. Aber es geht ja schnell. Ich denke noch nicht um 11 hier loskommen, ist in Ordnung. Heute ist so ein bisschen Anstieg angesagt. Ich werde so um die 60 Kilometer fahren wahrscheinlich, also mehr. Nehme ich mir heute gar nicht vor. Ja, viele sind hier schon abgereist. Hier waren auch ein Pärchen mit Bikepacking. Die sind von Stuttgart aus hierher gefahren, über das Ötztal und wollen jetzt über den Bregenzer Wald wieder zurück. Ja, für mich geht es dann weiter Richtung Nauders, heißt das, glaube ich. Ein bisschen Steigung. Da muss ich nicht hoch. Aber es geht auf jeden Fall in dem Tal weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich mir Landeck noch mal angucken soll, aber ich denke, ich fahre da einmal noch durch, damit ich hier so ein bisschen. Damit ich zumindest mal einen Eindruck bekommen habe. Jo, das sind hier die Sanitäranlagen. Bisschen einfach gehalten. Und ja, ich wollte gestern duschen. Gestern um 10:30 und ging immer am Wasser nicht mehr. Also habe ich dann schnell kalt geduscht. So, es ist 10:45. Jetzt will ich mal schauen, dass ich mal loskomme. Ja, hier sind die Schließfächer mit Lademöglichkeiten. So, da lade ich hier meine Sachen auf. Ja, ich bin gerade noch mal durch Landeck durch. Durch die Innenstadt war so ein Flohmarkt. Ja, es gibt ja irgendwo ja auch noch ein Schloss. Ich weiß nicht, ob es das da oben ist. Jedenfalls ist hier die Inn. Und ich habe mal wie immer vergessen, mein Wasser aufzufüllen. Ja, aber herrlich hier. Ja, ich denke mal, es gibt da überall Wasser oder Brunnen oder Bäche, keine Ahnung, irgendwo finde ich dann schon Wasser. Ja, hier wird ein Tunnel neu gebaut. Soll der ganze Verkehr dann durch die Stadt? Das schließt sich mir nicht. Die müssen ja irgendwie auch noch mal eine Brücke hier rüber bauen. Ach, ist mir auch egal. Ich fahre jetzt weiter. Das geht ja schon mal schön los hier. Komm mal. Kann man kaum lesen hier. Aber scheint Trinkwasser zu sein. Seid euch nicht mal Ortzapfer. Echt gut. Kalt und weich. Vor 13, jetzt 7,5 Kilometer gefahren. Ja, überwiegend ging es bergauf. Nicht sehr steil, aber angenehm zu fahren. Ich fahre jetzt im Tourmodus. Wollte ein bisschen sparen, weil später kommen doch noch einige Steigungen. Ja, die Strecke ist gut ausgeschildert. Ich wollte eigentlich den Track auf meinen Nieren übertragen, aber irgendwie kriegt er die 237 Kilometer. Da nicht gebacken. Ja, die Ausschilderung ist eigentlich so gut. Braucht man eigentlich aktuell nichts. Ja, wie ihr seht, bin ich gemütlich unterwegs. Auch aus dem Grund fahre ich jetzt langsamer, weil ich mein Wireless Rode Go noch mal aufladen muss. Der Empfänger ist noch nicht ganz voll. Deswegen muss ich langsamer fahren wegen der Windgeräusche.
geiler Bass. Ja, ganz schöner Höhenunterschied hier. Wir sind auf 849 Meter hier. Mal sehen, ob das mit meinen Nieren übereinstimmt. Sehr genau, ziemlich genau. Das war ein interessanter Weg hier. Was ist das für ein Becken hier? Das ist echt schön hier, das ist Wahnsinn. Ich würde am liebsten wieder ins Wasser springen. Ich weiß nicht, wie die Strömung ist, da unten war sie schon ziemlich heftig. Hier sieht es ruhig aus, aber es kann auch täuschen. So, Zeit für ein Foto. Ja, ist eine schöne Brücke mit so einem Holzbelag. Das ist wie im Wohnzimmer hier. Ja, jetzt geht's weiter nach Pfund. Ja, das war die lange Brücke. Il Ponto Longo. Ja, ist schon erstaunlich, wie der Tourmodus mit dem Akku umgeht. Ah, jetzt sind wir im Putz. Ich bin erst zwar 12,8 Kilometer gefahren, aber war eine stetige Steigung und habe immer noch 90% Akku. Also schon erstaunlich. Ja. Ich glaube, ich fahre jetzt mal weiter. Ich weiß, dass in 30 Kilometer heftige Steigungen kommen. Da hätte ich gerne ein bisschen Reserve noch. Hier wäre ein Campingplatz gewesen. War ein bisschen zu früh. Hier gibt es so einen Sauerbrunnen. Oh, normales Wasser, Sauerbrunnen. Muss ich da auch gleich mal testen. Als Wasserspezialist. Ja, erstmal das H2O. Ja, normal. So, das ist auch Wasser. Oh. Schmeckt wie mit Kohlensäure. Ist aber keine, also ist leicht säuerlich. Cool, das fülle ich mir mal ab. Ja, so im Preisleben gibt es einige hier. Ja, ich mache mal eine kurze Pause, trinke meine Cola, bevor sie ganz warm wird. Und ja, ist doch ganz schön windig, also Gegenwind. Ja, und so langsam zieht es sich zu. Also soll heute auf jeden Fall so gegen 17, 18 Uhr nochmal richtig eine fette Regenfront kommen. Ich bin jetzt in Ried im Oberinntal. Das ist Tiroler Oberland. Österreich gibt kein Pfand auf Dosen. Ich habe schon kräftigen Gegenwind. Und es zieht sich auch ein bisschen zu jetzt. Außen warm, 23 Grad. So, ich düse es mal da runter. Ja, ich kann mich nicht satt sehen an dem Wasser, diesem türkisfarbenen Wasser. So, bin in Tschuppach. Hier gäbe es ein Zimmer. Warme Küche haben sie auch. Tschuppach heißt das.
Eine Ampel. Ja, ich warte mal lieber. Eigentlich könnte ich fahren, aber dann will ich nicht andere Autofahrer provozieren. Ihr habt doch mal den Windschutz rangemacht und kam plötzlich Radler vorbei. Und ich halte die Strecke, die Kamera hier aus. Ja, es kommt noch ein Heuwagen. So, jetzt aber. Ich muss aufpassen, dass mein Fahrrad hier nicht runterweht. Ich wollte es da abstellen, aber da kommen teilweise echt starke Windböen dran. Ja, jetzt will ich hier mal runtergehen. Oder besser nicht. Ja, cool, mal ein bisschen die Füße ins Wasser. Ah, herrlich. Bremse. Ja, hat sich doch gelohnt, da mal kurz runterzugehen. Weiter geht's. Ja, die vor mir habe ich schon ein paar Mal geholt und die mich auch. Haben wohl die gleiche Strecke vor hier. Ja, die drei musste ich doch überholen. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Die waren auch mit E-Bikes unterwegs. Aber ich musste ganz schön reintreten. Im Tourmodus. Nicht Turbo. Tourmodus. Tour Plus. So, jetzt kommen wir in den Skiort Pfunds hier. Also, wie gehabt, Steigung und Gegenwind. Aber es macht Spaß. Das ist einfach eine traumhafte Gegend hier. Ja, wo hier die Skigebiete sind, weiß ich nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich nehme an, dass man da oben auf den Gletschern irgendwo rumguckt. Na, ich weiß nicht, ob das die gleiche Bedeutung hat wie in Hamburg, die weißen Fahrräder. Die stehen ja immer für jemand, der verunglückt ist. Ja, ein nettes kleines Örtchen. Schon ziemlich touristisch. Allerdings hat man ja auch gesehen, dass da richtig noch Landwirtschaft betrieben wird. Selbst auch direkt im Dorf. Ja, klasse. Auch hier helfen die Kinder noch mit. Ich fahre jetzt 17 km/h im Tourmodus. Ich glaube, ich würde 25 fahren, wie ich den EMTB-Modus anhätte. Jetzt kommt da einer. Mann, ist das windig. Eieieiei. Ich wäre ja eigentlich gerne über diese Brücke. Ich liebe ja über Brücken fahren. Aber ich muss. Nee, ich muss doch rechts. Meine Strecke sieht vor, hier lang zu fahren. Aber ich richte mich nach dem hier, Via Claudia Dings Augusta. Also, geht doch. Da ist wahrscheinlich nur eine Luftpumpe drin, ein bisschen Werkzeug. Ich glaube, keine Ladestation. Ja, hier gibt es auch einen schönen Campingplatz mit so einem Natursee. Ja, ein schönes Plätzchen hier. Ein bisschen viel Bier getrunken.
tolle Brücke. Wie das Licht von unten reflektiert. Sehr schön. Oh, Brücke. Ach, süß. Ich war einmal ein Haus. Ach, schön, so ein kleiner Bauerngarten hier. Sehr idyllisch hier. Ich mach doch hier mal ein Päuschen. Hups, wackel, wackel. Ja, ich muss jetzt nochmal nach dem Wetter gucken. Und ja, ich glaube, da kommt was Fettes auf. Doch gerade die Familie wieder überholt. Die Kamera hatte ich hier mitten auf den Weg gestellt. Der Junge guckte mich nur an. Ich sag, Achtung, Kamera. Achtung, Kamera. Achtung, Kamera, ja. Hat sie gerade noch gesehen, als hat sie umgebügelt. Oh, dieses saure Wasser, da, super. Ich mag das ja gerne, wenn das so ein bisschen säuerlich ist oder schwefelhaltig. Ich weiß nicht, ob da jetzt Schwefel mit drin ist, aber ja. Ja, dem Wetterrad danach geht das nicht sofort los, sondern es kann noch ein bisschen dauern. Ja, Mist, Brennnesseln hier. Und ich dachte, mich sticht hier die ganze Zeit irgend so eine Bremse. Wie geht's? Auf der Via Claudia Augusta. Ja, so langsam wird es auch ein bisschen frisch. Ich kann es gar nicht einschätzen, wann was runterkommt. Ich verlasse mich jetzt auf das Wetterradar. Boah, es ist eindrucksvoll hier. Was für ein Traum, also wirklich. Ja, ich muss da wieder zurück, ich muss dort weiter. Ja, jetzt geht's links weiter. Das sind wahrscheinlich Leihräder. So, 3 Minuten sollen reichen für diese Attraktion. Ich muss mich schon nach vorne beugen, damit ich nicht da hinten rüberfall. Oh. Ich glaube, der hat schon in sich, der Tourplus-Modus. Oh, es ging ja steil hoch. Was mache ich denn jetzt plötzlich in der Schweiz? Hä? Schweiz? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Sieh mal, wie gut ich vorbereitet bin. Ich habe ja gar keine Schweizer Franken hierbei. Da muss ich zum Glück nicht hoch. Für mich geht es da hinter mir weiter. Oh, eine Abfahrt. Ja, dann mal schön die Kamera wieder wegstecken. Wenn ich wieder mit 77 km/h da runterpretzel. Na, so schnell bin ich nicht. Das geht hier gar nicht so richtig bergunter. Man muss schon treten, um vorwärts zu kommen hier. Jetzt weiß ich auch, warum ich bergab treten muss, weil der Gegenwind so stark ist. Oh! Oh!
Echo! Echo! km/h. Echo! Ah, oh, ich kann nicht pfeifen. Ist sie nicht süß, die kleine Ampel? Mit Rädern. Und auch ich halte mich an die Verkehrsregeln. Oh, da könnte ich mein E-Bike aufladen bestimmt. Ich habe jetzt noch 56%, aber es geht jetzt richtig hoch. Kurz zeigen, bevor die Ampel wieder grün wird. Auf der Karte auswerten. So. Hier. Geht's nochmal hoch. Nach Nauders fahre ich jetzt. Ich bin mal gespannt. So, wir sind jetzt in Martina. Die Schwyz. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Der hat mich einfach so durchgewunken. Klasse. Ja. Einmal um die Ecke. Bin schon wieder in Österreich. So, jetzt geht's ewig lang berghoch. Ja, sind noch einige Serpentinen jetzt. Ach ja, ich habe mal auf EMTB geschaltet. Ich habe immerhin noch den Ersatzakku dabei, der auch noch voll ist. Der 500er, also ich glaube, ich könnte hier im Turbo fahren. Oh, bin ich wieder optimistisch. Oh, ist machbar. Im EMTB-Modus. Gut, ich habe jetzt auch schon 15% Akku verloren. Aber man kann ja keine Wunder warten. 30 Meter links abbiegen. Ich nehme eine Abkürzung. Ah, kann ich überholen. Ich glaube, die ist ohne Motor unterwegs. Da habe ich Respekt vor. Scharf rechts abbiegen. Also das, was ich hier abnehme an Gewicht, das habe ich nach einem Videoschneiden wieder rein. Jetzt hat sich die GoPro tatsächlich aufgehängt. Hier haben wir eine Baustelle mit einer Baustellenampel. Muss ich gucken, dass ich hier zügig durchkomme. Links abbiegen. Die Haarnadeln sind ja immer ein bisschen flach. Da hat man so eine kleine Ruhepause für 5 Sekunden. Bin schon so am Schwitzen. Ah, nee. Rechts abbiegen. Oh, hier diese Fliegen. Sie verfolgen mich jetzt schon Kilometer hier. Ich habe kein Deo drauf heute. Ja, stimmt. So, Norbertshöhe nennt sich das. Ich habe es ja jetzt tatsächlich durchgezogen, ohne anzuhalten. Juhu. Ja, cool. Oh, ein Wind. Boah, ich sollte mal meine Brille aufsetzen. Ja, ich roll jetzt eine Nauders. Hier sind Skilifte. Die sind gar in Betrieb hier. Band, süß. Die sind hier gerade runtergedüst gekommen. Ja, ich überlege gerade, ob ich hier noch mal zum Supermarkt gehe, ein bisschen was zu essen kaufe. Ich glaube, morgen ist Sonntag. Muss ich mal gucken. Ich esse erstmal noch meine Landjäger. Ich bin jetzt hier auf 1333 Meter. Da hinten war ich höher, klar. Irgendwie hält es mich hier nicht in dem Ort. Ich mag das nicht, wenn so viele Touristen auf einem Haufen sind. Muss mal gucken, ob es noch bergauf geht oder bergab, keine Ahnung. Jedenfalls werde ich, denke mal, in den Supermarkt noch gehen. Ja, da kommt eine fette Regenfront. Wenn ich jetzt hier schnell nach Süden fahre, könnte ich der natürlich entkommen. Aber so schnell bin ich nicht. Ja, besser ist es, bevor ihr das auch klaut, nehme ich das einfach mit.
keinen so vollen Supermarkt mehr gesehen. War mir gerade ein bisschen zu nervig hier im Supermarkt. Ich habe ein paar Getränke gekauft und fahre jetzt irgendwo hin, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Ach, du musst ja gerade gewechselt werden. So, ich verabscheue mich hier von Nauders und muss, glaube ich, noch ein bisschen hoch. Ja, hier auf 1400 Meter Höhe haben wir jetzt eine Temperatur von 80 Grad. Sehr windig. Ich habe jetzt noch mal eine Softshelljacke angezogen. Und übrigens, das Paar mit dem Sohn mit den E-Bikes habe ich auch gerade wieder überholt. Also haben die es auch gut über den Berg geschafft. Ja, und der Wind ist so kräftig, dass man sogar bergab treten muss, um vorwärts zu kommen. Oh, Wahnsinn. Ja, ich habe den mal vorgelassen. Oh, und das bei dem Wind kommt mir alles entgegen hier. Ja, selber schuld. Oh, das habe ich schon in den Augen hier, das Zeug. Gut, dass ich keine Heuallergie habe. Ah, sind das süße Ponys. Das sind wahrscheinlich Pferde, oder? Ah, die haben Rückenwind. Ja, jetzt fängt es an zu trubbeln. Eher ein Lost Place hier. Hier scheint die italienische Grenze zu sein. Da ist ein Wind, das nieselt so langsam. Ja, ich würde mich erst hier gerne mal hinsetzen, weil ich glaube, das mache ich hier. Ja, leider habe ich auch nichts Überdachtes gesehen. Irgendwie ein Rastplatz mit Dächle habe ich nicht gesehen. Sitzt sie halt hier beim Hauptzollamt und ist ein Mr. Tom. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Campingplatz soll oder lieber eine Pension. Ich glaube, das wird ungemütlich. Ja, gerade fuhr hier das Pärchen mit dem Sohn wieder vorbei. Sie kämpfte sich ganz hinten dran. Vielleicht sieht man sie noch im Hintergrund. Und rief. Jaku ist alle. Mann. Ich hätte ihr angeboten, dass sie meinen nimmt, aber ich glaube, die hat ein anderes System. Ich glaube, Shimano oder so. Passt ja nicht. Außerdem ist meiner ja auch alle. Ich brauche den jetzt ja auch. Ich, Ego. Ja, die kommt vom Bikepark zurück. Muss wohl geil sein. Ich bin hier auf 1500 Meter Höhe und habe hier fast meine 8000 Kilometer geschafft. Ich glaube, es geht noch ein kleines Stückchen bergauf und dann geht es noch bergab. Und dann hoffe ich, dass es auch ein bisschen wärmer wieder wird. Ich weiß, jetzt habe ich 60 Kilometer geschafft. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich fahre jetzt mal weiter, wenn es so bergab geht, kann man es ja rollen lassen. Ne? Also, da sieht man richtig schön die Skihügel. Das ist nicht ein toller Ausblick hier. Trotz des Wetters. Piesel. Wow.
Was für ein gemischtes Wetter jetzt. Regnet, 10 Sekunden später die Sonne. Verrückt. Aber schon eindrucksvoll hier. Ja, schade, nichts Überdachtes hier dabei. Ja, bin da noch mal 50 Meter umgedreht. Hab mich kurz hier untergestellt. Unter so einem Häuschen, wo Abfalleimer drin sind. Und trink erst mal ein. Ja, was ist denn das? Schwächharter Bier. Ja, mal sehen, ob ich nicht schwach bin. Mal sehen. Ja, stellt sich unter, hört es auf zu regnen, setzt sich hier auf die Bank, fängt sie da an. Was für ein toller Blick hier. Also das Bier schmeckt richtig scheiße. Muss man mal ganz klar sagen. Da habe ich wieder am falschen Ende gespart. Ja, hinter mir sieht man eine dicke Wolke da. Hängt da wohl fest. Ja, es geht ja eigentlich nur bis Trient, nur noch bergab. Wenn ich bis dahin fahren will, weiß ich noch nicht. Und meine Vorstellung war einfach jetzt rollen zu lassen. Aber wie man wieder sieht, da oben, plötzlich kommt wieder blauer Himmel durch. Vor 2 Minuten war der noch nicht zu sehen. Ich glaube, ich ziehe einfach Regensachen an und dann fahre ich jetzt tatsächlich zum Campingplatz. Der ist irgendwie 13 Kilometer noch entfernt. Schlag da mein Zelt auf und wenn es halt regnet, regnet es halt. Ja, aber ich finde es das klasse, dass ich einfach so auf mich gestellt bin, entscheiden kann, wie ich es machen will. Und keine geführte Tour. Gut, das ist natürlich schön, wenn man da irgendwo reinsitzt, das Essen ist fertig. Aber mein Gott, ich finde das unbezahlbar auch so zu erleben. Ja, damit die Sonne gleich mal rauskommt, habe ich mir Regensachen angezogen. Eine Regenjacke, meine Regenhose und hier die Überzieher von VD. Einfach über die Sandalen, weil ich denke, dann ist ein bisschen windgeschützt. Obwohl ich an den Füßen jetzt nicht gefroren habe, aber es ist halt dann doch angenehmer. Ja, seid froh, dass ihr auf eurem Sofa sitzt und es schön warm habt. Ja, ich bin jetzt am Breschensee und da gibt es ja diesen Kirchturm, der da aus dem Wasser ragt. Das war ja, und das ist ein Stausee, der in den 60er Jahren ungefragt hier aufgestaut worden ist. Die fahren lieber ihre Fahrräder spazieren hier. Ja, und hier sieht man mal ganz deutlich, dass der Turm hier relativ nah am Rand steht. Auf den Touri-Bildern hat man immer den Eindruck, dass der mitten irgendwo am See steht. Ja, aus der Perspektive sieht das schon ganz anders aus. Ja, ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Und wo aus man das betrachtet. Keine Touristen mehr, ich bin jetzt weg von dem Place. Die Stimmung ist ganz gut, trotz des Regens. Auch wenn es morgen vielleicht ein Winter regnen sollte, es kann nur besser werden und ich freue mich auf wärmere Tage. So richtig voll scheint der See auch nicht zu sein. Campingplatz. Ich habe gerade die Bewertung gelesen, es soll ganz okay sein. Sanitäranlagen okay. Ja, sieht ganz okay aus. Aber es gibt hier auch noch einen weiteren See. Da gibt es wohl auch ein Restaurant mit lecker Pizza. Das hat mich dann dazu bewogen, den anderen Campingplatz zu wählen. Die Sanitäranlagen sollen die Referenz sein. Finde ich nicht unwichtig. Also fahre ich jetzt dahin. Notfalls kann ich immer noch auf den zurückgreifen. Jo, na du. Ja, guten Tag. Ich wollte mal fragen, ob Sie ein Zimmer noch für mich hätten heute. Ah, ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Ja, ich habe im Wetterradar gesehen, dass es da eine fette Wetterzelle gibt. Und ich habe jetzt gerade bei so einem Bauernhof oder bei 2, 3 Pensionen angerufen, ist alles voll. Die hat mich jetzt gerade verwiesen, ich solle doch anrufen oder bei Reschensee IT nachschauen, ob was frei ist.
Die Website ist nicht erreichbar, jetzt gehe ich doch auf den Campingplatz. Das wäre schon irgendwie ausstehen. Tja, leider ist der Platz hier belegt. Ich wurde abgewiesen. Ich werde es denen ganz übel nehmen. Die haben mich verwiesen auf den anderen Campingplatz, wo ich gerade dran vorbeigefahren bin. Da fahre ich jetzt nochmal hin und hoffe das Beste. Ja, die zapfen hier scheinbar noch Milch ab. Oh. Gesetzt. Ein Zelt sollte auch immer ein Platz sein. Ist noch keiner mehr da hier. Ich rufe da mal an. So, hab doch noch ein Plätzchen gekriegt. Ja. Da wäre der Stromkasten. Aber da stehen die schon. Und dem werde ich meine Optiktasche da mit dem Akku hinstellen zum Aufladen. Da ist der Wasser geschützt. Machst du hier so bequem. Ja, dann machen wir da heute mal den Härtetest. Soll ja richtig fett Wasser runterkommen. Ne? Also mal Test MSR gegen Klon. Oh, da bin ich ganz zuversichtlich, dass das Zelt auch dicht wird. Mal schauen. Ja, sieht ein bisschen trostlos aus, aber naja, es kommt gleich die, in einer halben Stunde die Gewitterzelle. Schauen wir mal. Aber zum Glück kann ich hier unter diesem Unterstand sitzen. Fernseher habe ich mit am Start. Machen wir gleich eine Tütensuppe, glaube ich. Ich habe hier fast meine 8000 Kilometer erreicht. Wahnsinn. Ja, heute ist der 7.8. Gekauft hatte ich das Rad am 6.6.2020. Also 14 Monate. Ja, das ist meine Route für morgen. Es geht nur noch bergab. Und ich glaube, das Wetter wird dann auch wieder besser. Hier nochmal ein kleines Fazit vom Tag. Also ich war auch heute total begeistert. Es waren zwar viele Anstiege, ich glaube, ich habe 1200 Höhenmeter gemacht heute. Aber es ist alles machbar gewesen, also gerade mit zwei Akkus. Wobei, auf den zweiten hätte ich fast verzichten können. Wäre eigentlich gut mit dem 625er klar gekommen. Habe ja etwa 80 Kilometer gemacht und bin gut vorangekommen, muss ich doch sagen. Sehr abwechslungsreich und ja, leider wurde ich hier in Italien nach Nauders von dem Regen begrüßt. Dass es nicht mehr mit der Pension geklappt hat, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Gut, es regnet jetzt. Zelten bei Regen ist nie schön. Aber dadurch, dass ich den Unterstand hier hatte, konnte ich dann noch mein Essen machen, den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Ja, und ich habe dann gemerkt, als ich unter der Dusche stand danach, dass ich doch etwas ausgekühlt war. Wir haben hier 13 Grad, wir liegen hier auf 1500 Meter Höhe. Soll heute Nacht auf 9 Grad runtergehen. Aber hier im Zelt, ich habe eigentlich alles dabei und keine Angst, dass ich friere. Ja, ich hoffe, dass es die Tage dann wieder wärmer wird und morgen geht es dann wieder weiter auf der Via Claudia Augusta Richtung Trient. Genau, soweit mein Plan. Wie ich dann noch weitermache, weiß ich noch nicht. Ja, werde ich noch nicht verraten. Jedenfalls stürmt wieder ganz schön. Ja, freue ich mich auf die nächsten Tage und hoffe, dass es morgen früh etwas aufklart, dass ich mein Zelt einigermaßen trocken eingepackt habe. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, tschüss. Ja, guten Morgen. Kleiner Zwischenbericht. Es ist 4 Uhr nachts. Und mich hat die Regenfront hier wirklich quer erwischt. Also nicht nur quer erwischt, sondern in Längsrichtung, wie man hier sieht. Wo war ich denn heute? Weiß es nicht mehr. Traurig. Ja, ich glaube, da kommt was Fettes auf. Leck mich doch. War ein Clubhaus von so einem Segelverein. Stimmt doch.